So, Freunde, mein Name ist Mike hier für JibaniMike24 und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Viele Leute fragen mich immer wieder, hey Mike, warum hast du eigentlich keine Freunde? Und meine Antwort darauf lautet meistens, keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Aber entspricht diese Antwort auch der Wahrheit? Habe ich wirklich gar keine Ahnung, woran das vielleicht liegen könnte? Na gut, vielleicht habe ich doch vielleicht eine kleine Vermutung, woran es vielleicht liegen könnte. Kommen wir aber erstmal zu den Möglichkeiten, wie man überhaupt potenzielle Partner kennenlernen kann heutzutage. Möglichkeit Nummer 1, Dating-Apps wie Lavoo, Tinder, Fremdgehen69. Von den meisten hört man, um ehrlich zu sein, dass diese Apps eher zum einmaligen Reindippen verwendet werden. Und das ist für mich, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht. Also das ist so gar nicht mein Fall. Dennoch hört man aber immer wieder, dass einige über diese Dating-Apps tatsächlich ihre Liebe fürs Leben gefunden haben. Also gut, okay, dachte ich mir und habe mein Glück dann auch mal versucht. Jedoch sah die Reaktion der meisten Frauen, als sie mein Profil gesehen haben, eher so aus. Kommen wir also zur Möglichkeit Nummer 2. Mädchen über Instagram kennenlernen. Und ja, diese Möglichkeit ähnelt sehr Möglichkeit Nummer 1, wobei auf Instagram eher weniger Leute angeschrieben werden. Aber auch hier gehen die Frauen auf mein Profil und denken sich nur... Möglichkeit Nummer 3. Mädchen über Freunde kennenlernen. Diese Möglichkeit finde ich sogar, um ehrlich zu sein, halbwegs realistisch, beziehungsweise könnte mir am ehesten vorstellen, dass das was werden könnte, beziehungsweise da ich dort Glück haben könnte. Denn wenn man Freunde über Freunde kennenlernt, beziehungsweise in diesem Fall Mädchen über Freunde kennenlernt, entfällt sozusagen eine Annäherungsphase, wie ich finde. Man kann irgendwie direkt man selbst sein, ohne jetzt zu lernen, den anderen einschätzen zu müssen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist bei mir so, weil ich weiß, dass ich mich bei meinen Freunden für nichts zu schämen habe. Ich kann immer so sein, wie ich will, ich kann sagen, was ich möchte und die verstehen einfach, was ich meine, beziehungsweise wie ich es meine und die mögen mich einfach so, wie ich bin. Und deshalb kann ich dann auch direkt vor den Freunden der Freunde, beziehungsweise vor den weiblichen Freunden der Freunde genauso sein, wie ich bin. Versteht man das? Darauf aufbauen noch Möglichkeit Nummer 4, Frauen selber kennenlernen. Hier ist es bei mir nämlich genau umgekehrt. Einfach, weil ich nicht weiß, ob der Gegenüber jetzt meinen schwarzen Humor und meinen Sarkasmus verstehen wird oder ob er es dann plötzlich ernst, persönlich nimmt oder mich wegen irgendeinem Kommentar verurteilen würde. Und ja, auch weil ich damals in der Schule gemobbt worden bin, habe ich heutzutage in solchen Situationen noch nicht das nötige Selbstbewusstsein, um einfach ich selbst sein zu können und einfach wie ich selbst aufzutreten. Und deshalb bin ich auch, wenn ich zum Beispiel in eine neue Klasse oder allgemein in eine neue Gruppe von Menschen komme, erstmal ziemlich schüchtern und einfach sehr zurückhaltend. Als kleines Beispiel dafür habe ich sogar eine kleine Story, die mir erst letztens passiert ist. Und zwar hatten wir von meiner Ausbildung aus ein Seminar gehabt, 2 Tage lang mit Übernachtung in einer Jugendherberge. Die anderen Azubis auf diesem Seminar kannte ich vorher überhaupt nicht. Und ich habe mit ihm am ersten Tag auch nicht wirklich viel gesprochen. Eben so kleine, oberflächliche Gespräche hier und da, ein paar Gruppenarbeiten zwischendurch. Aber einschätzen, ob sie mich jetzt wirklich mögen würden, konnte ich nicht. Jedenfalls gab es am nächsten Morgen dann Frühstück und als ich in den Frühstücksraum reinging, saß bereits diese Gruppe Azubis bereits an einem Tisch zusammen. Und ein Platz war sogar noch frei gewesen. Aber weil mein Gehirn einfach so komisch ist, dachte ich in diesem Moment, das kommt doch jetzt komisch, wenn ich mich jetzt noch zu denen dazusetze, obwohl sie alle schon am Essen sind. Und dann habe ich mich irgendwie einfach alleine an einen anderen Tisch gesetzt. Warum mache ich das? Ich weiß nicht, irgendwie in diesem Moment dachte ich, wenn ich mich jetzt zu den anderen dazusetzen würde, sich diese anderen Azubis vielleicht denken, hey, warum setzt der sich jetzt zu uns? Und deshalb habe ich mich, wie gesagt, an einen anderen Tisch gesetzt. Allein. Und später kam tatsächlich diese Gruppe Azubis nochmal auf mich zu und hat mich dann gefragt, hey, hattest du heute Morgen keine Lust auf uns oder warum hast du dich allein an einen anderen Tisch gesetzt? Weil bei uns war sogar noch ein Platz frei gewesen für dich. Und in diesem Moment ist mir dann aufgefallen, dass meine Aktion letztendlich viel komischer war, als wenn ich mich einfach zu ihnen auch an den Tisch gesetzt hätte. Warum bin ich so dumm? Kann man das irgendwie heilen oder so? So, Freunde, das waren jetzt mal ein paar Gründe, warum ich immer noch nicht meine Frau fürs Leben gefunden habe. Ja gut. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr bereits euren Partner fürs Leben gefunden habt. Habt ihr schon die Liebe eures Lebens gefunden? Ich noch nicht. Ansonsten lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da und folgt mir auch gerne auf Twitch, dort heiße ich auch AniMike24 und dann sehen wir uns auch schon ganz bald wieder auf AniMike24. Ciao! Hä, warum setzt der sich jetzt zu uns? Hä, was will der Komische hier? Hä, was will der Komische hier? Hä, was will der Komische hier?